Ihr Noske. Und bei Ihnen Glas Wein bis oben voll wie immer? Oh, heute nicht. Er hat sie vielleicht geschwängert. Aber meins können Sie ganz voll machen. Namt. So, wenn ich Ihnen vielleicht schon etwas empfehlen könnte. Als Vorspeise könnte ich Ihnen den Salat Niçoise empfehlen. Aber bitte ohne Ei, Sardellen, Artischocken und Oliven. Also einfach nur grünen Salat? Nein, lieber Rucola. Sehr wohl. Und einmal die Überraschung. Seezunge à la Pêcheuse. Oh, Seezunge, hervorragend. Überraschung gelungen. Und für den Herrn das 500 Gramm Entrico Rare mit unserer speziellen Wodka-Cognac-Soße. Das wird nicht lustig. Für die Trader und den Vorstand brauche ich einen Kopf, den ich auffangen kann. Dachtest du da an mich oder Alex? An dich. Ich nehme an, dir ist bewusst, dass ich dich und Alex bereits vor einem Jahr wiederholt wegen dieser Sache gewarnt habe. Ich glaube nicht, dass dies jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist. Selbstverständlich werden wir uns um dich kümmern. Die ganze Sache ist etwas kompliziert. Aber ich verstehe dich sehr gut. Tom! Wir bewegten uns von Anfang an in einer Grauzone. Also eigentlich war es damals allen klar. Ich wüsste es wirklich sehr zu schätzen, wenn wir nicht zu Feinden werden würden. Und Sie sind sicher, dass wir hier richtig sind? Auf jeden Fall. Die Adresse steht ja auf der Website. Hier sieht es aber nicht nach einem neuen Industriegebiet aus. Noch sind wir ja nicht da. Vielleicht hätten wir uns ja doch anmelden sollen. Ich finde, das Wichtigste für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ist Spontanität und der persönliche Kontakt. Ich fürchte, wir haben keinen neuen Geschäftspartner. Oh, hallo Annika. Du willst zu mir? Setz dich doch auf. Ist etwas nicht in Ordnung? Du weißt, dass du mit mir reden kannst, oder? Ich bin doch nicht umsonst ein Vertrauenslehrer. Gibt's ein Problem mit einem deiner Lehrer oder Mitschüler? Hey, ich kann dir doch helfen. Ist doch eh scheißegal, was ich euch erzähle. Wenn scheißegal wäre, würde ich sie nicht fragen. Ihr Drecksbullen glaubt doch eh, was ihr wollt. Naja, die Beweislage ist ziemlich eindeutig. Und wenn es nach mir ginge, säßen sie auch schon längst wieder in ihrer Zelle. Ich hab doch schon alles gesagt. Wieso soll ich es denn noch zum 100. Mal sagen? Ich hab sie nicht umgebracht. Aber sie haben es doch schon einmal gemacht. Das war ich nicht. Da war noch jemand anderes. Und? Ist es möglich? Was? Na, das Gequatsche von dem Weltuntergang. Ja, klar. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, ist so gering wie ein Sechser im Lotto. Sag mal, sollten wir uns nicht langsam mal einen Platz zum Übernachten suchen? Im Handschuhfach ist die Karte mit Übernachtungsplätzen. Und was ist das? Ach komm, ich hab sie nur mitgenommen, damit ich dich in der Wildnis beschützen kann. Ich denke, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Du bedeutest mir nichts. Du bist einfach nur eine Eroberung gewesen. Das ist so feige. Sieh dich doch an, du zitterst. Bist du hier, um mir das zu sagen? Tut mir leid. Ich bin wirklich... Ja, der allerletzte Abschaum. Verschwinde! Fass mich nicht an. Nimm die Finger, Sebastian, rein!